Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme von unserem Crazy Weekend Wheel, Weekend, Wochenende, beides dasselbe. Und wir wollen mal gucken, was wir heute spielen. Das letzte Mal haben wir Day of the Tentacle gespielt und diesmal, bei jedem Mal klicken, wenn ihr es hört, drehe ich das Rad neu. Ich will, dass es lange, lange sich dreht. Irgendwas, was wir noch nicht hatten? Oh, The Long Dark. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, dann werden wir mal The Long Dark spielen. Für mich ein sehr, sehr, sehr geiles Game. Einige von euch, glaube ich, mögen das Art-Design. Aber lasst euch davon nicht aufhalten. Das hat echt einiges Interest, das Spiel. Und da gab es auch noch ein bisschen Updates und so. Das ist noch ein bisschen größer geworden. Mal gucken, ob wir tatsächlich überleben in der Eiseskälte. Bis gleich. Lesen wollen. Oh! What the fuck? Warum ist das so unscharf? Ist die Unschärfe drin, kann das sein? Bis der Wolf vollständig verschwindet. Ich kann ihn immer noch sehen, ne? Naja, machen wir mal so. Oh, wir müssen unbedingt in die Grafikeinstellung gehen. So, was haben wir denn hier? Ist das die Qualität? Schatten ultra hoch, 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 ultra, ultra, ein Schatten, ja, bla, aber das ist nicht das, was ich gerne haben möchte. Ja, das ist das Problem. Nice, jetzt ist es schon deutlich besser. Ist das nicht der Hub? Nee, Hub ist das nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Gut, für die einen oder anderen, die das wissen, die können es mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Jo, sieht das schön aus. Also, willkommen in The Long Dark. Es gibt einmal die Sandbox und es gibt einmal den Story Mode. Und ich denke, für das, was wir gerne wollen, es gibt sogar Herausforderungen und Abzeichen. Gehen wir einfach mal in die Sandbox rein. Das heißt, einfach überleben, weil wir wollen mal gucken, wie lange wir überleben. Es gibt hier verschiedenste Schwierigkeitsgrade und ich würde sagen, wir starten tatsächlich einfach mit dem mittleren. Und hier können wir uns die Map aussuchen. Ein Haus am See. Ein Haus an der Straße, ein Leuchtturm an der Küste, ein altes Farmhäuslein, die Berge, der See, zufällig oder die nächste verfügbar. Ja, das ist eine gute Frage. Storymäßig sind wir ja mit einem Flugzeug abgestürzt und zwar in den Bergen Kanadas. Eigentlich müssten wir in den Bergen spielen. Aber hier wird das wirklich auf die Probe gestellt, das ist krass. Für fortgeschrittene Spieler. Okay, das sind wir nicht. Für versierte Spieler. Für versierte Spieler. Für fortgeschrittene, ideal. Für neue Spieler. Gut, wir sind mal neue Spieler. Wir schreiben mal als neue Spieler ein. Männlich. Wir sind männlich. Und unsere Sandbox, wie nennen wir denn unsere Sandbox? Die ganz schön laut. Ich muss gleich nochmal an den Sound rumspielen. Ein oder andere wissen ja, was passiert ist. Oh, Ruhe. Sehr nice. Also automatische Grafikanerkennung vom Monitor nicht drin ist. Das finde ich ein bisschen schade. Weißt du, ich habe in dem interessantesten Buch gelesen, in dem stand, dass die meisten Leute, die sich verirren, sich zu Tode schämen. Ja, sie schämen sich zu Tode. Was habe ich falsch gemacht? Wie bin ich nur in diese Lage geraten? Oh, und die Maus ist ganz schön krass. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal was machen. Und zwar müssen wir bei der Steuerung einmal die Mausempfindlichkeit auf, machen wir erstmal 35. Okay. Und die Hauptlautstärke machen wir mal auf 75, wollte ich. So. Die Maus ist mir immer noch zu schnell.
Aber guck mal, das sind so Sachen, die mache ich tatsächlich nur im Crazy Weekend Wheel. Ich weiß, bla, aber es ist tatsächlich so, dass man hier, dass wir einfach reinstarten, neue Spiele, neue Updates, alles neu. Ja, okay, schon ein bisschen besser. Okay, da kann ich nicht lang. Wir könnten jetzt erstmal den Berg runter oder ich würde tatsächlich sagen, wir gehen erstmal den Berg ein bisschen hoch. Da unten sehen wir unsere Anzeichen, Temperatur geht runter. Was aber das Auge auch bedeutet, Flüssigkeit und unser Hunger. Warum ich jetzt tatsächlich nach oben gehe? Okay, gehen mit Alt kann man sich nicht umgucken. Liegt daran, dass man hier von Bergen wunderbar ins Tal gucken kann. Wenn hier nicht so viel Felsen wären. Sprinten kostet mehr Energie, das wissen wir. Hier ist, glaube ich, Inventar. Genau, und hier können wir so ein bisschen mehr sehen. Oh, wir haben ja sogar was. Wir haben kein Leiden. Aktion. Kann ich nicht. Haben wir die Sachen an? Die Sachen haben wir gerade an. Okay. Haben wir auch sogar was zu essen, okay? Oh. Steiler Berg. Da unten sind abgehackte Bäume. Bäume bedeutet, hier waren Menschen. Und wo Menschen sind, könnten Häuser sein. Das ist so meine Überlegung. Weil nur der Mensch Bäume in diesem Maß hat. Ja, da hinten sind Häuser. Perfekt. Oh, und da oben ist ein Funkturm. Da müssen wir auch nochmal hin. Aber wir wollen jetzt erstmal zu den Häusern da hinten. Und gucken, was wir da machen können. Deshalb an der Grafik hat sich einiges geändert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Die müssen uns ja ein bisschen wärmer werden, wenn wir rennen. Hier haben wir auch eine Straße, perfekt. Eises Kälte. Was müssen wir hier eigentlich machen, fragt sich der eine oder andere. Ja, überleben. Überleben in den eisigen Höhen von Kanada. Reingehen. Jetzt müsste es eigentlich auch wärmer werden. Ja, ihr seht, der Wärme geht nach oben. Sehr schön. Could end up being useful. Okay, Klamotten. Wie sieht's denn aus? Was haben wir denn für Schuhe? Guck mal, die geben plus alles. Also wir haben... Welche Schuhe haben wir denn an? Wasserabweisender. Diesen Temperaturabweisender. Diesen besser. Ich würde die gerne anziehen. Wie mache ich das denn? Wie ziehe ich denn die Sachen an? Das ist ja interessant. Jetzt gar keine Schuhe an? Das gibt's doch nicht. Wie ziehe ich denn diese mistigen Schuhe an? Ich kann
kann nur ablegen und Aktion. Und Aktion kann ich sie nur reparieren. Zerlegen kann ich auch, aber ich will sie gar nicht zerlegen. Ich will sie verdammt doch mal anzünden. Okay. Ich stehe überhaupt nicht, ne? Nee. Ein Tagebuch hilft mir auch nichts. Eine Karte will ich jetzt auch nicht. Okay, das ist ganz schön ätzend gerade. Jetzt geht nämlich auch meine Temperatur geht runter. Weil ich keine Schuhe mehr anhab. Und ich kann diese scheiß Schuhe nicht anziehen. Okay, so macht mir das Spiel ehrlich gesagt wenig Spaß. Ach so? Ach so? Wir haben nur eine Mütze, die ziemlich kaputt ist. Keine tolle Jacke. Handschuhe haben wir auch nicht. Okay. Alles klar. Falsches Menü. Es müsste uns aber eigentlich... Ja, wird uns auch wieder wärmer. Dreht sich mal ganz schnell, schnell. I think I can use this. Drückt halten. Alles mit, was wir kriegen können. Bett wollen wir noch gar nicht benutzen. Wonder if this is any good to eat. Damit können wir was reparieren. Gucken, was wir hier so haben. Erstmal alles mit, wisst ihr, auch wenn uns das ein bisschen schwerer macht. Wir können die Kiste auseinandernehmen. Kostet ein bisschen Zeit. Und Holz bekommen. Okay, das ist ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal in unser Inventar rein mit I, wissen, dass wir hier oben drauf klicken müssen. Wir können einen zweiten Pulli anziehen, wenn ich das richtig sehe. Doppelpulli hält besser. So, jetzt haben wir hier besseren Zustand. Socken haben wir nur einen, okay. Ein Schal haben wir, Schal und Mütze, das ist ganz gut. Wir können die Käppi in Stoff zerlegen. Dauert uns 10 Minuten ist der Tageszeit. Aber ist ja okay. 10 Minuten ist, glaube ich, ganz okay. Wir wollen mal... Wir haben ja einen Pulli, glaube ich, an. Wir müssen mal gucken, welchen wir von denen anhaben. Ah, hier war das. Stand ja auch schon. Vielleicht können wir einen ja mal reparieren. Was? Was war das? Schief gegangen? Nicht genug Material zur Reparatur. Okay. Jetzt müsste uns aber deutlichst wärmer werden. Windstärke 0, gefühlt 2 Grad. Ist nicht wirklich viel. Okay. Wir haben keine Leiden. Wir gehen mal wieder raus und wir gucken mal, ob wir ins nächste Haus können. Hier, eine Flair. This stuff will come in handy. Zeitung.
Okay, wir brauchen ein Jagdmesser zum Zerlegen. Wenn wir, ich dachte, wir können den erstmal mitnehmen. Oh, eine Winterjacke, geil. That'll come in handy. Streichhölzer, sehr nice. Jetzt, wo wir eine geile, geile Jacke haben. So, nice. So, wir haben jetzt einen Wärmebonus von plus 6 Grad, Windresistenz von 3 Grad, Schutz 13% und Sprinten. Okay, das ist ja nicht ganz so wichtig. Mit der Jacke ist natürlich ganz geil. Oh, I could use this. Und hier könnten wir uns einen Ofen machen, wenn wir können ja auch einfach mal reingehen. Draußen Schneesturm. Muss man sich überlegen, ob wir uns end up being useful. Irgendwo hier ablegen. Ob ich das Holz mitnehmen, damit können wir uns ein Feuerchen machen. Angelhaken, nice. Handschuhe. Boah, wir haben ja ein Glück. Ich drücke mal Tab ganz normal. Hier, wir können 30 Kilo normal mit uns umschlagen, danach sind wir überladen. Jede Art von Klamotten, die wir hier zusätzlich finden, nehmen wir natürlich mit. Wir müssen auf unsere bedingte Körpertemperatur achten. Pullis hoffentlich reparieren. Die Jacke sieht doch ganz gut aus. Die Mütze sollten wir unbedingt reparieren. Oh, mit Nadel und Faden. Das ist 90% die Wahrscheinlichkeit. Oder wenn nee, dann wird er 90% heil. Machen wir mal. Was ist passiert? Die ist immer noch nicht heil. So, jetzt ist sie heil, 80%. Naja, okay. Die Hose müssen wir unbedingt reparieren. Unbedingt. Wir haben keinen Stoff mehr, so ein Scheiß. Na gut. Ich guck mal ins Inventar, möchte ich ganz kurz was gucken. Was haben wir denn eigentlich? Durst haben wir auch. Müssten wir warm machen. Ah, okay. Wir nehmen mal hier eine Dose trinken. So. Damit es ein bisschen besser geht. Gehen wir mal raus. Ja, möchten in ein anderes Haus. Okay, es gibt kein anderes Haus. Ach du Scheiße. Wir gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Ja, zu dem Sonntag, wenn ich es richtig sehe. Okay, wisst ihr was? Wir warten einfach mal ab. Vielleicht ist am nächsten Tag das Wetter besser. Oben ist ein Hirsch. Da ist noch ein Hirsch.
gehen jetzt einfach mal hier rein und versuchen mal hier die Nacht zu überstehen. Wie viele Stunden wollen wir denn schlafen? Was ist das denn? Warten, schlafen. Lasse die Zeit durch Schlafen vergehen, verringert dabei deine Erschöpfung und verbessert dich den Zustand, in dem du gesund wirst, okay? Lass die Zeit ohne die Vorteile des Schlafens vergehen. Warum? Wir warten, schlafen mal eine Stunde. Der Sturm draußen weg? Nicht wirklich, ne? Ich würde den hier gerne tatsächlich benutzen als Waffe. Ich hätte gerne mit der Axt auf den Hirsch eingeschlagen. Ich denke mal, ohne Jagdwaffe werden wir hier nicht weit kommen. Wieso kann ich denn hier nicht weiter hoch? Hier bringt uns das auf Dauer nichts. Aber ich weiß nicht wohin. Ich darf hier anscheinend nicht hoch. Wir müssen auch aufpassen wegen Temperatur. Mit unserem Energievorrat etc. Wahrscheinlich gehen wir in die völlig falsche Richtung. Von wegen ideal für Einsteiger. Wisst ihr, wohin? Ich nicht. Zunächst aktualisiert noch nie. Cool.
bestimmt auch eine Fackel irgendwie rein. Schön, wie schnell die Fußspuren verschwinden. Dabei schneit es gar nicht. Und die Körpertemperatur geht runter. Eigentlich müsste jetzt nach oben gehen. Den folgen wir mal. Keine Ahnung, was wir mit den Steinen machen können, aber wenn wir Steine sammeln können, können wir irgendwas bestimmt mit dem machen. 4 Steine. Irgendwie müssen wir auch die Nacht verbringen. Die ersten Menschen, die hier waren. Schöne Map. Die ist ja toll. Oh. Ah, die hat mich super. Da liegt eine Leiche und keiner kümmert sich drum. Gebrauchen für unser Messer. Wir hatten ja gesehen, das Beil ist eigentlich aber ein ganz guter Zustand. Wir können uns hier vielleicht ein Feuer machen irgendwie. Gern Feuer machen, ich weiß aber nicht wie. Ich sprinte auch schon, damit die wärmer wird. Müsste dich wärmer machen. Ist der Hase weg? Ach, wirklich? Shit. Ich brauche jetzt erstmal dringend ein Haus. Sonst verkacke ich hier. Mir ist das alles egal, solange ich kein Haus finde. Oh. Wir haben keinen Stoff zu reparieren. Das läuft. Früher konnte man sich einfach mal hier irgendwo ein Feuer machen. Aber es geht nicht mehr.
Und ich weiß nicht warum. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Wir müssen jetzt zerlegen. Ich dachte, das können wir einfach mal mitnehmen. Gerettet? Was? Warum haben wir denn einen verstaubten Knöchel? Rechts läuft durch, das Sprinten. Ich weiß nicht, was das ist. Vor uns ist auf jeden Fall ein Haus und ich möchte so schnell wie möglich dahin. Das läuft unten sowieso einfach immer weiter, egal ob ich stehen bleibe oder nicht. Alter Schwede. Temperatur geht nach oben, alles geht nach oben. Jetzt können wir uns erstmal um uns selbst kümmern. So, was haben... Ich weiß gar nicht, was für ein Problem wir eigentlich gerade haben. Oder einen Kaffee haben wir nicht. Zwei Tabletten. Okay, wir brauchen also nur zweimal diese Tabletten nehmen. Nur in Anführungsstrichen. Dass ich das von hier aus nicht machen kann, finde ich übrigens sehr, sehr schade. Aber okay. Sind das diese hier? Antibiotika. Nee, das scheint nicht richtig zu sein. Oder wir schlafen 4 Stunden. Wir haben doch noch eine Lampe, glaube ich, bei uns im Inventar. Die würde ich nämlich jetzt gerne mal benutzen. Hier niederlassen. Ich dachte, den nimmt er sich. Genau, ich sehe es mal. Guck, was wir alles hier haben. Das wird unsere neue Heimat. Im Tresor kümmern wir uns morgen drum. Was macht er denn hier am Tisch? Auseinandernehmen? Ich will den Tisch nicht auseinandernehmen. Erstmal alles nehmen, dann gehen wir ins Bett. So, nee, wir machen noch eine Sache vorher. Kleidung. Wir sind überladen, was tatsächlich an unserer Kleidung, glaube ich, liegt. Wir können sie jetzt nämlich die Hose reparieren. Das machen wir auf jeden Fall, so viele Hosen haben wir nicht. So, es ist die Hose heil soweit. Die hat ja ein bisschen Schaden erlitten. Die könnten wir eigentlich nochmal reparieren. Wir haben aber keinen Stoff mehr. Wir müssen auch ein paar Schuhe mal auseinandernehmen. Wir nutzen die Nacht. Oh, wir haben Durst, ganz, ganz doll. Was trinken wir mal? Wir nehmen mal hier eine Dose. Warum wir die trinken, erzähle ich gleich, weil wir haben nämlich auch ein bisschen Hunger, wie ihr seht. So, was haben wir denn hier? Das, was wir bedenkenlos trinken können. Machen wir. Aufgefüllt haben wir noch einen halben Liter.
Und Hunger haben wir auch. Und was nehmen wir denn mal vom Hunger? Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Geschmackloses Trockenfleisch. Oh, Trockenfleisch ist aber ganz geil. Früher stand mal dran, wie viel Kalorien pro Essen man tatsächlich daraus kriegt. Das steht leider nicht mehr hier. Naja. So, jetzt haben wir soweit gegessen. Wir können ja auch nochmal den anderen Riegel, der ist fast hin. Energie. Ja, wir schlafen mal. Ich würde mal sagen, 5 Stunden. Hier steht da drin, was uns das an Kalorien kostet. Kostet, was wir haben. Naja. Im Bett macht uns ja noch ein bisschen warm. 5 Stunden ist, glaube ich, ganz gut. Geheilt. Jo, der Knöchel ist weg. Sauber. Wo ist das Bett hin? Schlafen nochmal 2 Stunden. Mit dem Trinken geht nach unten. Ja, müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Feuer demnächst machen können. Ich will eigentlich, dass die Sonne aufgeht. Unsere Lampe bringt uns nicht mehr viel. Wir müssen auf jeden Fall nochmal vor was trinken. Man kann einfach nicht eine Nacht durchschlafen, was ziemlich traurig ist an der ganzen Sache. Das ist ein bisschen, was ich nicht nachvollziehen kann. Die Sonne ist gerade am Aufgehen. Schlafen nochmal 2 Stunden. 9 Stunden haben wir bis jetzt in der Nacht verbracht. Und die Sonne geht auf. Sehr, sehr nice. Jetzt ist hier da. Das ist gut. Guck mal, wir haben nämlich noch einiges übersehen. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir das uns hier nämlich zum Lager machen. Zwei Stunden. Ich würde sagen, das machen wir doch, oder? Looks like it worked. Ich würde gerne Schnee schmelzen. Ein Liter gibt 9 Liter. Nochmal anderthalb gleich. Wunderbar. Nicht trinkbar. Das müssen wir noch abkochen. Machen wir nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir nutzen das auch. Haben wir anderthalb Liter Trinkwasser. Ich finde, wir sollten uns die Dose garen. Braucht ja nicht so lange, zum Glück. Das war ja nicht so erfolgreich. Okay, verstehe. Warm ist uns das auf jeden Fall. Und jetzt können wir hier Sachen reinpacken. Ich würde mal sagen, wir legen mal ein paar Schuhe rein. Die brauchen wir auf gar keinen Fall. Gewehrputzzeug brauchen wir auch nicht. Wir können 15 Kilo reinpacken. Wow. Und das Scrollen geht leider nicht. Wir müssen mal ein paar Sachen wegpacken. Wir müssen unseren Pulli reparieren, sehe ich gerade. Hier, das Holz brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Steine habe ich mal so mitgenommen. Ich weiß nicht, wofür wir die gebrauchen können.
So viel Flares brauchen wir auch nicht. Metallschrott sehe ich jetzt auch noch nicht. Wobei, das können wir zum... Ja, müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt einfach mal zurück. Wir sollten noch es hier nutzen. Den Ofen. Um noch ein bisschen Wasser zu kochen. Machen wir nochmal einen halben Liter. Wir müssen das Holz auf jeden Fall ausnutzen. Fleisch haben wir leider noch keins. Das müssen wir uns also später überlegen. Trinkwasser ist immer gut. Und ich überlege gerade, ob wir... Müssen wir aber ganz kurz was gucken, wie uns unser Essensstatus aussieht. Ja, ein bisschen essen könnten wir noch, ne? Kräutertee. Wollen wir uns einen Tee machen? Machen sie gerade auf. Die Tomatensuppe geht zum Glück relativ flott und wir sollten auf jeden Fall noch was zu uns nehmen. Ich schmelze nochmal Wasser. Wie gesagt, wir nutzen jedes Minütchen aus. Jo, haben wir auch noch genau hingekriegt. Sauber. So, das ist gut. Jetzt gucken wir mal, was wir hier an der Werkbank machen können. Wir können es einen Haken machen. Was ist das denn hier? Eine Schlinge? Oh, da können wir Tiere mitfangen. Oh, nice. Also unten haben wir haben nichts von den ganzen. Wir können uns einen Haken machen. Super. Darm, wir brauchen Darm. Das ist ja nicht so toll. Wie sieht es aus mit einer Rute für eine Angel? Oh. Eisfischen. Stufe 1. Pfeil und Bogen haben wir auch. Wir können tatsächlich mal auf die Jagd gehen, was ich ganz geil finde. Wir sollten noch ein paar Sachen ablegen. Ach, müssen uns mal hier nochmal um den Tresor kümmern. Oh Gott. Eins. Neun ist es, okay. Oder elf. Zehn. Zehn, 19, 10, 19, 41, okay. This will come in handy. Nice. Richtig, richtig nice. Nice one.
Okay, das ist schon mal gut. Wir wollen auf die Jagd gehen. Was bedeutet, ich brauche nicht unbedingt Feuerholz. Das ist Schwachsinn. Wir gehen mal zu den Medikamenten und legen mal hier die Medikamente zu den Medikamenten ab. Sonst geht das übrigens kaputt, wenn wir es mitnehmen. Und das, ne? Okay, das ist das eine gewesen. Was haben wir denn hier? Eine Lupe, die ich jetzt gerade nicht dringend brauche. Alles, was Feuer anmachen geht. Dann legen wir das mal hin. Feuer, Feuer, Feuer. Legen wir in den Schrank. Das ist eine Schlinge, ne? Geil. Aufbauen oder mal versuchen aufzubauen. Wetzstein. Der Wetzstein ist fürs Messer. Die hatten wir noch gar nicht. So, hier kommt Werkzeug rein. Zum Beispiel Metallschrott kommt hier rein. Oder ich hatte den Wetzstein, den ich schon erwähnt habe. Kann ich das Ding eigentlich reparieren? Das müssen wir gleich mal gucken. Und wir brauchen noch irgendwas, wo wir Lebensmittel reinpacken können. Hier kommt alles, was wir an Waffen haben und Lebensmittel rein tatsächlich. Zum Beispiel können das den halben Liter Wasser komplett rüberpacken. Das brauchen wir wirklich nicht. Ich nehme mal die Verbände mit. Eine Dose trinken nehme ich auf jeden Fall mit. Die Dose bleibt hier. Die beiden Schokoriegel nehme ich mit. Einmal Heilmacht. Das ist ganz wichtig, finde ich. Flair, die Lupe. Ja, Lupe muss nicht unbedingt hier rein. Tee brauche ich jetzt nicht. Streichhölzer. Was sind das denn hier für Streichhölzer? Bleiben mal hier alle. Wir haben hier schon andere Streichhölzer. Die lasse ich nämlich auch mal hier. Nee, was ist. Oh, Munition kommt hier wie gesagt rein. Waffen hatte ich ja schon erwähnt. Waffen, Lebensmittel und Feuer. Also alles, was wirklich, wirklich wichtig ist. Das Brecheisen. Nehme ich mal tatsächlich vorsichtshalber mit. Wir haben einen Schlafsack. Da können wir uns irgendwo in die Kälte übrigens legen, schlafen. Hätte ich das mal gewusst. Okay. Aber egal. Soweit, so gut. Wir wollten hier nochmal ganz kurz rein. Gut, jetzt habe ich hier Holz und sowas reingepackt. Das. Gewehrputzzeug nehme ich mal raus. Das kommt in den Safe. Und ansonsten lasse ich hier die Lupe. Die brauche ich jetzt, glaube ich, so nicht. Ich glaube, damit können wir uns aber ein Feuer machen. Okay, das heißt, ich packe hier noch das hier rein. Und dann würde ich sagen, unser Zustand. Oh, wir sollten was trinken. Verdammt. So, haben wir auch getrunken. Ich wollte noch was gucken, wie ich den reparieren kann. Ich will den nicht herstellen, ich will den eigentlich reparieren. Okay, wie repariere ich denn unseren eigenen Bogen? Gar nicht. Das finde ich sehr, sehr schade, dass ich den nicht reparieren kann. Na gut. Ich gucke nochmal auf die Map. Gehen wir mal raus. Ein bisschen windig ist es. Temperatur geht stark nach unten. Da unten ist noch ein Haus. Wisst ihr was? Da gehen wir mal hin. Das konnten wir uns ja in der letzten Nacht nicht angucken. Hafen weglegen. Das ist auch gut. Ich mach mal Haar. Vielleicht bleibt er dann ja länger heil, wenn wir ihn nicht direkt tragen. Wir dürfen uns nicht zu weit vom Haus wegbewegen. Aber wir müssen eigentlich, wir müssen immer weiter Material zu holen.
Das machen wir doch, oder? Wir brauchen auf jeden Fall Darm. Leder und das ganze Fleisch. Wir nehmen alles mit von dem Tier. Braucht 1,5 Stunden. Wir machen's. Nice one. Ach so, da war ja noch was. Oh, jetzt haben wir einen dicken Schneesturm. Gut, dass wir es hier drinnen gemacht haben. Unser Haus müsste da hinten sein. Unterkühlung droht. Ja, ja. Wir sind ja schon auf dem Weg. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Hier wird es warm drin, hier wird es warm drin. So, wir haben gefrorenes Fleisch. Machen wir denn die Lebensmittel reingepackt? Ich glaube, in unserem Tresor. Fleisch. Okay. Wir haben den Darm. Damit können wir Darm und Leder. Das ist richtig geil. Wie sieht es mit den Lebensmitteln bei uns aus? Also, Hunger, wo es geht. Ja, draußen ist ein schwerer Schneesturm, da kommen wir halt nicht an. Und nun? Wir können einen Stuhl zerhacken, das ist ja geil. Wir können sowieso gerade nicht raus. Alter, ist draußen ein mega Sturm. Kleidung, wir packen mal was, wir nehmen das Holz mal raus. Ist mir ein bisschen zu undurchsichtig. Ich packe hier sowas wie Klamotten rein. Alle Klamotten, die ich nicht brauche. Die müssen wir uns noch mit Jacke angucken, ne? Welche besser ist, glaubt man. Wir können uns, glaube ich, sogar zwei anziehen. Klamotten. Ist repariert, was sehr cool ist. Ja, sehr schön. Wir müssen gleich mal was zu essen und trinken. Okay. Schneesturm ist raus. Jetzt müssen wir aber leider essen und trinken. Aber... wir können uns ja auch noch mal ein Zunderbündel machen. Wir mal so. Feuerholz nehmen. Was haben wir denn an Feuer machen? Feuerholz nehmen. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Why didn't that work? Warum hat das nicht geklappt? Ja, das ist eine gute Frage. Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das Buch in Flammen aufgeht. Und dann hauen wir Holz hinterher. Come on. Come on. Na, na. Das Buch brennt doch schon wunderbar. Dann hauen wir gleich Holz hinterher.
kann ich denn das hinterherhauen? So, guck mal, jetzt brennt es schon eine anderthalb Stunde draus. Oh, und die Temperatur steigt. Sehr schön. Nice one. Wir können auch noch mal... Wir haben ja ganz schön Hunger. Oh, und jetzt nähert sich der... Oh, es nähert sich tatsächlich der Nacht. Hier, unser Essen müsste mega... Really? That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Dass man gedrückt halten muss, ist ein bisschen ätzend an der Stelle. Oh, hoppla. Ich wollte die Dose gar nicht nehmen. Ach, egal jetzt. Ich glaube, das ist Müdigkeit hier. Also am Hirsch ist aber nicht so viel dran, wie ich das jetzt gedacht hätte. Darm, Leder, was haben wir denn hier noch? Das war der ganze Hirsch? Really? Okay, das ist ja nicht so viel. Ja, ja, du kannst gleich schlafen. Ja, sauber. Das hat ja auf jeden Fall noch funktioniert. Muss mal gucken, wie wir zukünftig dann das Feuer machen, ne? Okay. So, und jetzt ist es dunkel und jetzt sollten wir auch mal langsam ins Bett gehen und schlafen. Warum ich nicht so viel schlafe, liegt einfach an unserem Durst und... Also hier, ihr seht, wir haben mega Durst. Das ist das Problem. Deswegen muss man sich abends eigentlich immer was zu trinken machen. Weil sonst übersteht man die Nacht nicht, was ein bisschen komisch ist. Nein, gut. Wieso kann ich nicht schlafen? Du bist nicht müde genug. Super. Ach komm, das ist doch jetzt scheiße. Wie lange sind denn diese Nächte? Ah, die Sonne geht auf, okay. Wir haben die Kohle, die ich jetzt... hier in der Hand habe und ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Wir haben nämlich noch eine Zeitung, ich wollte noch was machen.
können die Zeitung zu Zunderbündel machen. Dann ist sie ein bisschen effektiver. Und das Buch kann man leider nicht zu Zünderbündel machen. Okay. Dann haben wir zwei Pullis, von denen wir einen Pulli, wir können ja nur A2 tragen, zerlegen können. Okay. So, wir haben Darm, haben wir aber. Getrockneter Darm. Wie kann ich den Darm denn trocknen? Frischer Darm. Indem ich ihn einfach mal darin ablege. Genau wie das Leder, das brauche ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Oh, die muss ich mal reparieren. Okay. Dann gucken wir uns mal die Schuhe an. Getrocknetes Leder. Ja, läuft. Getrocknetes Leder. Die Schuhe möchte ich auf jeden Fall reparieren. Warme Füße, das Wichtigste, was es gibt. Das müssen wir leider wieder trinken. Ah, das ist eine ätzende Kacke hier. Der trinkt wie ein Loch. Hunger hat er auch. Ich weiß nicht, wie viel. Es geht noch, dann gehen wir mal raus tatsächlich. Und die Kohle, wo packe ich denn die Kohle hin? Das ist nochmal zum Feuer mal nehmen. Was war hier drin? Klamotten zum Zerlegen, okay. Lebensmittel und Feuer machen. Die Kohle hier. Lass ich mal hier. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt hier brauche. Draußen höre ich jetzt keinen Sturm, was der Grund ist, warum ich nach draußen gehe. So viel essen und trinken würde. Zehn Minuten, kommen die fünf Minuten mehr. Dafür mache ich die Axt nicht kaputt. Wir reden hier teilweise von Stunden. Oh, hier liegt ein Rucksack. Oh, super, der ist leer. Wir machen uns mal so ein paar Kreise um uns unser Haus herum. Die Rinde nehme ich mit. Braucht auch keine Zeit, genau wie die Stöcker. Gucken wir erstmal, was wir so haben und nehmen das, was wir brauchen, mit. Nicht zu weit von unserem Haus entfernen. Ich möchte auch wieder zurückfinden. Windiger wird's. Ja, die wird kalt. Noch bist du hier draußen. Ist das ein See? Da könnten wir Eis fischen. Ich
muss mal probieren. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Der Hirsch ist auch weg. Den haben wir auseinandergenommen. Mr. Ö, mir ist kalt, Mr. Ö, ich hab Hunger, Mr. Ö, Durst. Can't feel my hands. Ja, ist ja gut, wir rennen wieder rein. Ganzen Äste sammeln. Hier, ne? Oh ja. Da mache ich nochmal Zünderbündel draus. Ich nehme alles. Ja. Hier drinnen wird ihn ja warm. Müssen wir gucken, was wir gleich essen. Ich möchte gerne ein Loch machen. Ich möchte gerne fischen gehen. Jetzt wird ihn hier drin warm, während er arbeitet. Sehr schön. Wie viel Zeitung habe ich denn noch? Jetzt habe ich keine mehr. Haben wir einiges an 10 Zünderbündeln. Nice. Wie die Steine brauche, weiß ich nicht. Ich kann damit werfen anscheinend. In den Rucksack. Nicht alle. Ich nehme mal 2 Zünderbündel immer mit. Damit wir uns zum Mut irgendwie doch noch ein Feuer machen können. Falls wir was finden. Ja, Essen ist das eigentliche Problem. Wir haben gar nicht mehr so viel. Fresser. Wie sieht's mit der Temperatur? Schon wieder ganz akzeptabel. Ich weiß nicht, wie wir uns ein Loch machen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich würde gerne angeln gehen. Ich probiere es nochmal. Ich habe den See hier unten. Okay, das funktioniert nicht. Aber was eventuell funktionieren könnte, das ist das nächste, was ich mal ausprobiere. Das muss ich wieder einsammeln. Also hier ist erstmal Holz, das nehme ich mit. Einiges an Holz. Einfach nur mal zum Testen, wie das funktioniert. Wir haben hier ein Inventar. Dann kann ich sie nirgendwo platzieren. Ah, hier geht's. Okay, warum auch mal hier? Wahrscheinlich wegen zu steil. Und dringend wärmere Klamotten.
Okay, hier geht's leider nicht. Wahrscheinlich ist es auch kein richtiger See. Nicht ein See im Sinne von See. Can't feel my feet. Das ist noch eine kleine Mimose, ne? In 10 Minuten muss er warten. So. Ja. Wir zerlegen mal unsere Inneneinrichtung. Was soll ich sonst mit der Zeit machen? Ihm ist kalt. Ich kann natürlich hier drinnen Feuerholz machen, Feuer machen. Damit es schneller geht. Gesehen. Also Essen haben wir genug, die können auf jeden Fall drin verbrennen, das ist schon mal gut. Wie sieht's aus mit dem Darm? Wie trockne ich den? Ich glaube, ich mache mal ein Feuer und vielleicht kann ich den Darm ja da trocknen. Wollen wir das mal ausprobieren? Klingt gut, oder? Dafür bräuchte ich mal ein paar Äste. Ich nehme mal so 10 mit. Äste haben wir genug. Streichhölzer haben wir. Zunderbündel haben wir 2. Das wird noch funktionieren. Streichhölzer. Zunderbündel. Und Äste. Kohle liegt drin. Die kann ja auch nochmal gleich schön angehen. 60% Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, was wir hier machen. Können uns gleich noch ein bisschen Wasser kochen. Ich frage mich gerade, ob man mit den Steinen so als Feuersteine. Nice one. That's done. Mache ich jetzt den Darm. Ich mache auf jeden Fall mal Wasser. Aber wie trockne ich den Darm? Muss ich wahrscheinlich oben drauf werfen, oder? Getrocknet. Machen 2% erst. Also mehr trocknen kann ich den nicht, als auf den Herd legen. Okay. Wir haben nichts zum Essen, das ist ziemlich traurig. Mit dem Darm aus. Immer noch getrocknet. 2%. Ich nehme ihn mal. Ich lasse mal einen Darm bei mir. Und den anderen lasse ich hier drauf. Das ist ein Test, den ich jetzt gerade mache. Eigentlich müsste das Schmilzen viel, viel schneller gehen als das Aufkochen, aber egal.
mal 5. Ich will mal was probieren. So, jetzt gehe ich mal raus und gucke mal, wenn ich wiederkomme, ob das Feuer einfach noch so da ist. Ach du Scheiße. Mixtiere. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Eigentlich müsste ich eine Experimentation machen, aber unser Fiepel hier ist ja so anfällig gegen Temperaturen, Hunger und Durst. Hunger, Durst gleichzeitig. Irgendwas müssen wir ja essen. Wenn ich schon hier bin, nehme ich natürlich das Holz mit. Und schneller geht, 5 Minuten. Ach du Scheiße. Fleisch, den Darm, wir nehmen alles mit. Nice one. Die 5 Minuten mache ich noch. Jetzt müssen wir dringend zurück. Home sweet home. Cold is making my head feel thick. Immer ist dir was Neues kalt. Meine Füße, meine Hände, mein Kopf. Nice. So, wir haben es geschafft, zurückzukommen. Es wird dunkel und wir haben Lebensmittel. Nice, 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 nice. Was wiederum bedeutet, 5% getrocknet. Sehr cool. Okay, machen Sie es mal anders. 60% Wahrscheinlichkeit. Wir können auch die Birke nehmen. Come on. Come on. Ich meine, es ist windstill.
Da ist Kohle drunter, das sollte doch funktionieren. Trockene Kohle. Da kriege ich es nicht ran. Okay. Fleisch. Geschmackloses Wollfleisch roh. Auf gar keinen Fall roh essen. So, jetzt müssen wir uns ganz kurz mal um unser Essen- und Trinkenbedürfnis kümmern. Gartes. Interessant ist, dass wir immer weniger tragen können, wenn euch das mal aufgefallen ist. Ich möchte das Fleisch braten. Und das wird richtig warm. 18 Grad haben wir es hier drin. Kann der sich fast die Klamotten ausziehen? Alles einmal durchbraten. Liter Wasser machen wir jetzt auch nochmal. Kann nicht schaden. Not sure why I feel so tired. Ja, ja, aber du hast hier noch. Hunger, ne? Ja. Der kann. Ich weiß nicht, wie man so viel fressen kann. Unglaublich, der Kerl. Klamotten, wie sieht's denn hier aus? Wir haben leider nur die eine Hose. Das hat ja toll geklappt. Jetzt haben wir nicht mehr genug Stoff. Super. Läuft. Zu trocknen dauert ganz schön lange. Nur so. Ja, wir trinken was und dann gehen wir wieder rein.